Telltale Games wants to wish everyone out there a happy holiday and a great new year. All right. Don't do it again. Yeah. Yeah, right. Probably doesn't work. Do I need to pimp something? You can pimp anything you'd like. Tails? Keep it classy. What we got, interesting. Well, we got Dominic in there, too. Mm-hmm. All right, happy holidays. All right, happy holidays, everyone at Adventure Treff. Keep on adventuring into the new year. From Telltale Games. Liebe Leser von AdventureTreff.de, das ganze Team von Crimson Cow wünscht euch hervorragende Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt daran, Weihnachten ist nicht das Fest der Liebe, sondern das Fest des Konsums. Deswegen möchte ich euch folgende Gleichung vorschlagen. Geld ist zu Weihnachten ja gleich Liebe. 40 Geld ist in etwa ein Runaway. Ein Runaway entspricht somit 40 Liebe, wenn das keine tolle Geschenkidee ist. Mit diesem Gedanken lasse ich euch alleine und wünsche euch einen guten Jahresausklang und wir sehen uns im nächsten adventurereichen Jahr wieder. Ja, ich schließe mich den Vorrednern an und möchte ein Gedicht vorlesen, das ich selbst geschrieben habe. Drückt euch, küsst euch, fasst euch an. Drückt Po an Po und Bauch an Bauch. Frönt feiernd, fruchtbar, simultan. Frohlockend nun dem Weihnachtsbrauch. Frohe Weihnachten. Ja, liebe Adventure-Treff-Leser, ein süffiges, warmes Getränk hol ich mir gleich vom Altöttinger Christkindlmarkt. Hinter mir die Gelbwilder 2 Location und die herzerwärmende Zuneigung unserer Addicted Adventure-Treff-Leser. So kann ein Adventure-Jahr 2009 successful zu Ende gehen. Und natürlich freuen wir uns auch alle schon auf ein successful Adventure-Jahr 2010, wo sich der Treff natürlich wieder vollkommen committen wird. Deswegen sage ich, Bella Festas Asnadal, liebe Adventure-Treff-Leser, euer Senior Assistant Manager in Chief, for video editing and compositing, keep me reposted and retweeted. Draus vom Zuge komme ich her und muss sehen, Schnee gibt es nicht mehr. Es ist nicht viel mehr als Matsche, da fragt man sich, hat die Natur einen an der Klatsche? Und in den Städten sieht man die Leute laufen, nur um schnell noch ein Geschenk zu kaufen. Wenn auch ihr nach etwas sucht, es aber nicht findet und deshalb flucht, verzweifelt nicht, schreibt ein Gedicht ohne Moral in der Geschichte und legt es auf den Gabentisch. An dieser Stelle wünsche ich ein frohes Fest mit einem Weihnachtsbaum in Plastik oder in echt. Hallo liebe Adventure-Treff-Leser, ich wünsche euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst euch nett beschenken, kommt gut ins neue Jahr, ich wünsche euch was. Fröhliche Weihnachten. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Ich hoffe, ihr wart alle artig fein, sonst lasse ich das mit den Geschenken sein. Wer ganz brav war in 2009, der darf sich ganz besonders freuen. In meinem riesengroßen Sack, den ich trage huckepack, sind Präsente, die auch mir sind lieb und teuer, die allerneuesten Abenteuer. Ob mit Sedwick und Spot, mit Wilbur und Nate oder mit Runaway, A Twist of Fate. Nichts versüßt so sehr die kalten Tage wie ein Adventure, keine Frage. Ich möchte euch noch meine besten Grüße senden und an dieser Stelle enden.
weihnachtlich eingestellt vom Schopf bis zum kleinen Zeh, lese ich auch im kommenden Jahr adventuretreff.de. Ho, 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 ho. Fröhliche Weihnachten!